Ja, eine ganz schöne Menge Holz, die wir jetzt hier vom Holzcenter bekommen haben. Insgesamt ein Kubikmeter. Was vor mir liegt, sind 0,4 Kubikmeter Eichenholz. Die brauche ich für ein kommendes Projekt. Wird ein bisschen größer. Ein Tisch, um genau zu sein. Da machen wir heute die Vorbereitung für. Ich zeige euch so ein bisschen, was ich da bei der Holzauswahl beachte. Und wir wollen vor allem mal schauen, wie schlägt sich hier unser neuer Hobel, den ich jetzt hier im Einsatz habe. Das letzte Jahr hatte ich mit dem PT310 gearbeitet, also dem größeren Modell. Das hier war damals schon im Einsatz, habe ich auch schon ein Bett mitgebaut, hat eigentlich immer gut funktioniert und ich glaube, dass wir hier in der Werkstatt damit auch zurechtkommen. Hoffe ich zumindest, darum der Tisch jetzt mal als größeres Projekt, um das gute Stück hier auf Herz und Nieren zu prüfen. Wir beginnen jetzt allerdings erstmal mit der Stichsäge, ist ein bisschen komfortabler. Auch mein Tipp, wenn ihr beim Holzhändler seid und da vor Ort die Sachen schon ein bisschen kleiner schneiden wollt, ist es mit der Stichsäge in der Regel am leisesten und auch am ungefährlichsten. Gut, wir schauen uns jetzt erstmal an, was haben die Risse hier im Holz zu suchen, die leichten Verfärbungen, sind die schlimm oder nicht, sehen wir uns im Detail an. Eine kleine dekadente Besonderheit haben wir uns erlaubt und zwar haben wir hier einen kompletten Stamm gekauft. 3,20 Meter ungefähr lang und einen Durchmesser von ungefähr 30 cm. Der Vorteil ist, wenn wir größere Projekte haben, dass wir uns sicher sein können, dass es hier innerhalb von unserem Möbelstück keine Verfärbungen gibt. Das heißt, auch gerade wenn es mal so ein bisschen edler, besonderer werden soll, Thema Gesellenstück oder Meisterstück, versucht da wirklich am besten ja alles aus einem Stamm zu kaufen und nicht wild irgendwie aus der einen Ecke und aus der anderen Ecke euer Holz zusammenzusuchen. Was auffällig ist, sind hier im vorderen Bereich und im hinteren Bereich, werden wir es genauso finden, die Risse. Hier vorne am Stirnholz geht also die Feuchtigkeit besonders schnell heraus und weil das dann schneller trocknet als der Rest, haben wir halt eben hier ein Einschrumpfen des Holzes, Spannung entstehen und dann haben wir halt eben auch diese Risse. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so tragisch, haben wir eigentlich schon ja, sozusagen uns darauf vorbereitet. Hier, dieser Bereich wird erstmal abgetrennt. Bei besonders edlem, teuren Holz geht man hin und sperrt hier dieses Stirnholz mit Wachs oder mit irgendwas anderem, was halt eben keine Feuchtigkeit austreten lässt. Und dann muss es halt eben hier über diese Fläche abtrocknen. Das ist aber halt eben, auch wenn das Eichenholz natürlich schon ein bisschen teurer ist, jetzt eher nicht so üblich bei den meisten Holzhändlern. Wenn ihr das selber macht, wie hier in dem Video gezeigt, dann unbedingt versiegeln. Dann spart ihr euch hier natürlich auch nochmal ein bisschen Holzverschnitt. Alternativ kann man hier vorne auch ein Wellenband einschlagen. Wurde ja auch nicht gemacht, ihr seht. Aber ja, das hält sich jetzt hier an Grenzen. Ärgerlich wäre, wenn der Riss jetzt hier einmal komplett durchgehen würde. Das haben wir aber nicht. Bedeutet, von meinen 3,20 Meter habe ich hier schon mal 20 cm verloren. Hier hinten sind es so um die 5. Ist eine ärgerliche Sache, müssen wir einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir die Ware einkaufen, wenn wir das Ganze planen, dass wir da ein bisschen was draufpacken müssen. Also im besten Falle macht man einen Plus von 40 cm, dann seid ihr auf der sicheren Seite und freut euch, wenn ihr mehr habt. Kann man jetzt wahrscheinlich sich darüber ärgern. Man muss allerdings aber auch bedenken, ihr kriegt das ja weitestgehend roh hier, das Material. Das ist jetzt so einmal durch das Sägewerk gelaufen, durch das Gatter und direkt danach in die Trocknungsanlage und mehr ist damit nicht passiert. Alles, was man jetzt an zusätzlicher Arbeit reinstecken würde, würde auch wieder mehr kosten. Wenn ihr bereits besäumte Bohlen kauft, das heißt, man hat halt eben hier die Kante abgeschnitten und dann auch schon mal hier am Ende so weit gecuttet, dass da die Risse fehlen, dann wird das Ganze noch eingepinselt, dann kostet das aber auch, weil mehr Arbeit reingeflossen ist, mehr als jetzt einfach hier die relativ rohe Bohle. Nur das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, bevor euch jetzt ärgert. Jetzt gehen wir hier hin. Ich habe mir natürlich schon vorab einen Plan gemacht. Das sollte man unbedingt, wenn man hier mit edlem Holz arbeitet, dass wir da den Verschnitt möglichst begrenzen können. Ich werde also einmal hier links und rechts die äußeren Abschnitte entfernen und dann hier genau mittig auch nochmal das Ganze teilen. Das passt dann nämlich ganz gut mit der Oberfläche, die ich für den Tisch geplant habe. Und im nächsten Schritt werden wir dann mit der Bandsäge besäumen. Wir sind ja gerade dabei, den Zuschnitt für die Tischplatte zu machen. Und da sieht jetzt die nächste Bohle nicht ganz so optimal für aus. Wir werden die nochmal auftrennen, aber hier könnt ihr sehen, weil es ein Herzbrett ist, also das mittlere Brett, das mit dem Kern, haben wir hier natürlich ordentliche Risse drin. Das ist aber jetzt für den weiteren Verlauf vom Tisch kein Problem. Wir brauchen ja noch Beinchen, ne? Und dann könnt ihr sehen, das ist ja schon eine gute Breite dafür. Heben uns also dafür auf und machen jetzt hier mit unserem nächsten Stückchen weiter. Das sieht doch richtig gut aus. Hier ganz leichter Riss, aber der Rest optimal und ist dann damit auch eine schöne Tischplatte. In Worten von Elvis Presley, I.O., let's go! Trick 29, wenn ihr alleine das hier bewerkstelligen müsst
und nicht allzu viele Böcke habt, dann wollen wir natürlich vermeiden, dass das Sägeblatt eingeklemmt wird. Darum hier links und rechts ein Kantholz, nicht zu hoch. Wenn ich das gleich aufgetrennt habe, dann klappt das auseinander. Jetzt hatten wir gerade schon Verschnitt, damit geht es auch weiter. Könnt ihr außen erkennen, habe ich schon mal markiert, das Splintholz. Das ist heller als unser Kernholz. Ist zum einen oftmals nicht gewollt, dass wir hier diese optische Unterscheidung haben. Und es ist auch noch ja, nicht ganz so stabil wie das Kernholz, zudem auch noch anfälliger für Wurmbefall und Pilzbefall. Das wird also entfernt. Und hier in der Mitte, könnt ihr sehen, haben wir auch noch einen Riss. Das heißt, wir werden das dann gleich nochmal mittig auftrennen. Das seht ihr dann im späteren Verlauf, damit wir auch so ein bisschen hier diese große hohle Seite oder auf der anderen Seite runde Seite rausbekommen. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn wir das jetzt hier im Ganzen über die Abrechte schieben würden, dann würden wir hier sehr viel Material verlieren. Zum Anreißen könnt ihr natürlich auch einfach eine lange Latte nehmen und einen Stift. Ich mache das ganz gerne mit der Schlagschnur, geht noch ein bisschen fixer. Lege ich also jetzt hier einfach einmal rüber. Und jetzt flitscht ihr das einfach nur an. Und dann habt ihr hier eine schöne exakte Linie, an der wir gleich entlang sägen. Das machen wir dann hier noch einmal für die Mitte. Unseren Auftrennschnitt. Und dann hier außen nochmal für unser Splintholz. Hier haben wir richtig viel Splintholz. Das hier muss alles weg. Zack! Ab dann am Haken. Boah, manchmal wehrt er sich ein bisschen, musst du aufpassen. Ihr seht, ich gebe mir hier ein bisschen mehr Mühe beim Anzeichnen. Das heißt, erspare mir hinterher dann die Arbeit. Ne? Wenn ich jetzt schon mir genau angucke, wo ist das Splintholz, dass ich das dann an der Bandsäge oder an der Kreissäge, womit auch immer gleich schon besäume, dann muss ich nicht jedes Mal wieder nachgucken, ah, okay, hier nochmal ein Zentimeter, da nochmal ein Zentimeter, jedes Mal wieder auf die Maschine wuchten. Verschnitt ist natürlich jetzt schon auffällig geworden, ist viel. Also bei Massivholz müssen wir da von 50% bis 100% uns irgendwo wiederfinden. Immer so ein bisschen abhängig, je nach Holzart. Hier bei der Eiche haben wir jetzt schon festgestellt, wir haben Splintholz. Und ihr könnt sehen, ne, also ab hier, dieser Bereich, das ist jetzt alles Verschnitt. Das kommt weg, da können wir nichts mehr mitmachen. Jetzt könnte man sagen, okay, im Innenbereich, ich finde das sogar ganz schön mit dem Splintholz, finde ich auch nicht so schlimm. Dass das ein bisschen potenziell gefährlicher ist, dass es irgendwie von Pilzen oder Würmern befallen wird. Ist jetzt im Innenraum hoffentlich bei euch zu Hause auch eher unüblich, aber im Außenbereich, da sollte man es auf jeden Fall entfernen. Der Rest ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Hat ja auch gesagt, dass das Splintholz so ein bisschen brüchiger ist. Darum macht vielleicht auch nicht unbedingt hier die Tischkante mit dem Splintholz. Wenn das innen liegt, da kann man sich drüber streiten, kann man von mir aus machen. Ihr seht, wir haben jetzt hier ein wesentlich handlicheres Format. Das heißt, in der weiteren Bearbeitung kann ich damit viel besser umgehen als jetzt hier mit so einer breiten Bohle, die dann vielleicht auch nochmal noch nicht ganz die richtige Länge hat. Jetzt können wir hier in dem Bild gerade auch nochmal einen schönen Unterschied sehen. Das ist ja oft so ein bisschen das Kaufargument, möglichst breiter Dickenhobel, damit ich die Bohlen einmal drüber schieben kann. Und da sehen wir hier ein ganz großes Problem, denn das würde jetzt in diesem Beispiel hier entweder hohle Seite oder runde Seite betrachtet, für einen viel größeren Verschnitt sorgen. Und dem bin ich jetzt so ein bisschen entgegengegangen, indem ich jetzt hier diese Lamelle mir erstmal abgelenkt habe. Und dadurch, dass ich die jetzt hier in ein Format gebracht habe, wenn wir das nochmal im Detail sehen, ist es fast rechtwinklig. Also habe ich hier viel, viel weniger Material, was abgenommen werden muss jetzt mit meinem Hobel. Gut, dann legen wir mal los. Das Abrechnen hat gut funktioniert. Jetzt kommt das erste vermeintliche Minuspünktchen. Wir müssen jetzt auf den dicken Hobel umrüsten. Und das ist bei diesem Gerät in dieser Preisklasse ein bisschen aufwendiger als bei den hochpreisigeren. Allerdings ist es auch nur vielleicht ein Sekündchen mehr. Wir machen das einmal kurz in Echtzeit. Hier hinten den Hebel ein bisschen lösen. Und dann kann man auch hier schon den Anschlag entfernen. Das war's schon. Den schieben wir wieder nach vorne. Die beiden Hebelchen hier lösen. Und dann war's das.
Ja, jetzt einmal hier noch umschlagen und dann können wir auf Dicke hobeln. Jetzt haben wir hier umgebaut und es gibt einen Punkt, den ich auf jeden Fall in Zukunft ändern möchte, wenn die hier dauerhaft bleibt bei uns, diese Hobelmaschine. Im Gegensatz zu PT310, könnt ihr jetzt gerade hier eingeblendet sehen, haben wir hier eine sehr exakte Anzeige der aktuellen Dickenhöhe. Und das möchte ich hier umrüsten. Ist, glaube ich, aber gar nicht so kompliziert. Wir werden uns hier einfach mit einem Messschieber ein bisschen behelfen, den einmal fest installieren. Kostet nicht die Welt, sind wir vielleicht so bei 30, 40 Euro, wenn wir einen von InSize nehmen. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier wirklich sehr exakt mit einer Digitalanzeige das Ganze einzustellen und sogar zu nullen. Habe ich mir mal gestern im Bettchen so überlegt, ist, glaube ich, eine sehr komfortable Sache. Also aktuell kommen wir hier noch mit der Anzeige aus, muss man zwischendurch einmal ein bisschen gegenmessen. Ein bisschen exakter ist es dann aber, glaube ich, mit so einer kleinen Tuning-Maßnahme. Gut, jetzt einmal auf Dicke hobeln. Mit dem Aushobeln sind wir jetzt auch durch und ich habe jetzt hier auch schon mal für ein schönes Bild gesorgt. Was wir auf jeden Fall hier sehr positiv bemerken, dass wir hier sehr sauber fügen konnten, also auch bei größeren Objekten. Und jetzt wisst ihr auch, was ich mit dem Bild meine. Also hier außen eher so ein bisschen streifig und dann haben wir in der Mitte ja noch ein bisschen was vom Kern, ist ein bisschen dunkler geworden, ist so ein bisschen wilder, passt, glaube ich, ganz gut, wirkt immer noch harmonisch. Ja, das Ganze wird jetzt verleimt und wie es weitergeht, das werdet ihr dann in einer der kommenden Folgen sehen. Wenn jetzt hier gleich die Kamera aus ist, dann müssen wir hier alles nochmal fix umdekorieren und dann wird hier etwas aufwendiger produziert. Der Kameramann hat sich da was sehr Schönes einfallen lassen. Der Alex, ihr kennt den auch schon aus ein, zwei Folgen, die wir bislang gedreht haben, hatte da eine wirklich coole Idee. Ich bin aufs Ergebnis gespannt. Und das Ganze wird dann kurz nach dem alten Handwerk auch ausgestrahlt. Auch da habe ich euch ja eine super Folge versprochen und da bleibe ich auch bei. Die ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Gut, genug Lobhudelei und dann noch nicht so ganz. Wir machen mal mit der PT107 weiter. Es war ja so ein bisschen Sinn und Zweck hier der ganzen Übung rauszufinden, bleibt jetzt hier in der Werkstatt oder wird es doch wieder die PT310? Natürlich ist die PT310 ein bisschen angenehmer, was jetzt das Umrüsten angeht. Die ist auch nochmal ein bisschen breiter. Und ich hatte auch auf die Problematik hier mit der Einstellbarkeit hingewiesen. Da muss ich aber sagen, das werden wir sehr schnell und einfach in den Griff bekommen. Wird damit vielleicht sogar noch ein bisschen genauer als die PT310. Das mit dem Umrüsten, ja, okay, ist so ein kleiner Minuspunkt gegenüber der PT310. Ansonsten muss ich aber sagen, ist es hier eher in meinem Sinne, euch die hier schmackhaft zu machen. Bei dem Preis ist es vielleicht für den einen oder anderen noch mal ein bisschen greifbarer als bei der PT310. Da sind wir preislich natürlich auch noch mal in der anderen Liga. Und ihr werdet sehen, so ein Tisch ist jetzt ja auch nicht ganz klein, also der hat dann insgesamt eine Länge von so 170 cm. Ein bisschen mehr könnte man natürlich auch damit noch machen, aber das war jetzt erstmal so die Planung, damit er auch noch bei mir in die Wohnung passt. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch schon ein Projekt, wo viele dann sagen, ja, das würde ich mir dann vielleicht auch mal zutrauen. Das können wir hiermit problemlos erledigen. Die volle Breite, wenn wir wirklich mal sagen, wir haben hier einen Auftrag, wo wir ja, Mammutbaum 70 cm Breite durchschieben wollen, da wären wir auch mit den meisten bezahlbaren Hobeln an ihren Grenzen. Ganz hinten noch in der Tischlerei, die hier ist, da hat einer einen 60 cm Hobel, also von der Breite. Aber das ist auch preislich ganz weit von dem entfernt, was wir hier irgendwie im Bereich des Hobbyhandwerkens zur Verfügung stehen haben. Mag ein paar Einzelfälle geben, die sich jetzt bestimmt auch melden, aber das ist einfach nicht die Regel. Da werden wir uns dann lieber noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, was es da für Techniken gibt. Habe ich auch schon in der Vergangenheit genug zu gezeigt. So als Arbeitstier bin ich mit der Kiste hier zufrieden. Das passt, wir können damit alles umsetzen. Haben wir in der Vergangenheit auch schon hinbekommen und ja, viel mehr kann ich mir davon nicht erhoffen. Hier und da noch mal ein bisschen tunen, das hatte ich gesagt. Mit der Absaugung muss man auch sagen, wenn man das jetzt hier hochkant erstmal auf Dicke hobeln, dann ist er natürlich ja, einfach für die Absaugung viel zu viel Luft, was links und rechts auch noch da vorbeiströmt. Und da ist es mit dem Absaugen ein bisschen schwieriger. Das heißt, da fallen dann die groben Späne durch. Finde ich jetzt nicht ganz so tragisch, kann man hinterher alles zusammenfegen. Hauptsache ist, dass der Staub halt eben da angesaugt wird. Das heißt, da bleiben dann wirklich nur die Flocken liegen
ja, könnte man ein bisschen verbessern. Auch hier werde ich nochmal so eine kleine Abdeckung für basteln. Das haben sie irgendwie, weiß auch nicht warum, sehe ich auch bei wesentlich teureren Maschinen, dass da seitlich immer so ein paar Spänchen rausfliegen. Werden wir irgendwas Magnetisches dran machen, dann passt das auch. Ja? Also, das wird jetzt hier der Kandidat. Kreissäge habe ich euch vorgestellt, Bandsäge werden wir auch nochmal ein paar Worte darüber verlieren. Aber ich bin zufrieden, das reicht. Die Eiche, die hat er jetzt gut weggemampft. Wissen, was haben wir noch? Ne? Zarge muss ich noch machen und dann, ja, das reicht an Infos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss, auf Wiedersehen. Und schaut euch, wie gesagt, wenn ihr nach einer günstigen Alternative sucht, um euer Holz auf das entsprechende Maß zu bringen, doch mal ruhig entweder hier oben rein oder alle Videos unten in der Beschreibung. Elektrohobel, Oberfräse, Handhobel und da auch nochmal zwei, drei verschiedene Varianten. Also ich denke mal, da werden wir alle glücklich mit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.